Hallihallöchen, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zurück zu SnowRunner. So, wir sind wieder in Nordhafen. So, ja, den Kran, den habe ich ja schon zurückgebracht. Beziehungsweise zurückportiert. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Überprüfe die Stromleitungen. Wo ist das? Ist das hier? Welches ist denn das? Steht da was dran? Eins von diesen Dingern. Stromleitungen prüfen, Verfolgung stoppen. So, das ja, nervt irgendwie. Wir schauen mal hier. Blackbird haben wir gemacht, ne? Zerlegen des Bohrturms, Bau der Bergpipeline, mehr Teile. Hier haben wir das meiste schon, deswegen würde ich sagen, machen wir mal hier weiter. Zerlegen des Bohrturms. Bohrturm Bergungslader. Wir sind gerade dabei, einige Bohrtürme zu demontieren und brauchen zusätzliche Ausrüstung. Du musst die Sachen zu den Einsatzorten bringen. Ich werde sie auf der Karte markieren. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen leiser machen. So, wenn ich das Mikrofon so nah habe. Ja, dann und hier wieder ein bisschen lauter. So. Offroad-Truck empfohlen. Sattel hoch erforderlich. Ja, Offroad-Truck haben wir ja eigentlich. Sattel hoch. Alles abgeliefert. Was weiß er? Bergungslader. Ach so, der ist in Bergfluss. Ah, das ist ja praktisch. Wir sind ja... Huch, was ist denn hier los? Handy-Ladekabel. Wir sind ja praktischerweise schon hier. Also können wir da direkt wieder zurück nach Bergfluss, dann den Bergungslader holen. Und dann, wo muss der hin? Lieferung zum Hafen. Können wir hier schön... Ja, das wird eine gemütliche Strecke. Hier schön Straße. Alles Straße bis runter zum Hafen. Ja, perfekt. Ja, das ist doch, das hört sich doch gut an. Das haben wir rein. So, Lieferung zum Hafenbordturm, Bergungslader. Ach ne, was? Ich brauche den anderen Sattel. Ach so, ja, Moment mal. Und dann, dann habe ich aber keinen Sprit dabei. Oh, das wird natürlich... Moment mal, kommen wir an der Tankstelle vorbei? Hier ist eine Tankstelle. Ja, da können wir hier tanken. Reinfahren. Dann müssen wir jetzt aber leider nochmal zurückfahren, den Anhänger zurückbringen. Oder ich lasse den hier irgendwo stehen. Aber dann sind wir unten am Hafen. Ne, ich lasse den. Ich bring den zum Anhängershop. Oder ich lasse den hier auf dem... Ich lasse den auf dem Gelände stehen. Ja, ich lasse den auf dem Gelände stehen. So. Dann wissen wir, hier geht's lang. Und da wissen wir dann, hier geht's lang. Ja, und dann stellen wir den hier irgendwo ab. So machen wir's. Handbremse auf und los geht's. Und die Kamera drehen, dass ich auch was sehe. Ja, dann tanken wir an der Tankstelle und dann sollten wir es vielleicht auch... Ups, der ist gleich repariert. Und dann werden wir es wahrscheinlich auch mit einer Tankfüllung hinkriegen. Beziehungsweise beim Zurückfahren Richtung Hafen tanken wir dann da halt nochmal. Hier an der Tankstelle. Dann sollten wir es eigentlich schaffen. Wir haben ja nicht zu viel Offroad. Nur sehr rutschige Straßen. Also ein bisschen vorsichtige Fahrweise angesagt. Wenn ich auch gern sehr schnell und unvorsichtig fahre. Ja, ja. Aber der ist halt nun mal schnell. Der ist schon praktisch. Das ist halt schon ein schnelles... Ist halt schon ein schnelles Gerät hier.
der verleitet natürlich zu Vollgasfahrten. Entschuldigung. Ja, aber den Hänger, wenn wir den hier irgendwo stehen lassen, dann ist doof. Dann sind wir unten nach am Hafen und dann steht der hier oben und nachher machen wir eh wieder was weiter unten wahrscheinlich, schätze ich mal. Oh, 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 Alter, ist hier rutschig. Junge, Junge. Boah. Boah. Uiuiui. Oh, diese Steine, die nerven. Haben wir hier nicht vielleicht irgendwie einen Bulldozer, womit wir die wegschieben können? Aber ich glaube, die sollen da sein. Eben damit man ein bisschen langsamer fährt, könnte ich mir gut vorstellen. Und ich fahre mit Absicht nicht in der Innenansicht jetzt, denn das verleitet mich nur noch schneller zu fahren. Und das letzte Mal, als wir auf der Straße mit Innenansicht gefahren sind, haben wir uns ja auch mal wieder schön auf die Seite gepackt. Und das lag nicht am Gelände, sondern am Einschlag in eine Leitplanke. Durch Wegrutschen. Also von dem her lassen wir das mal lieber. So, wir sind ja schon da. Geht ja schnell hier. So, wo geht's rein? Da ist... Das hier ist der Anhängershop, oder? Oder ist das die Werkstatt? Ah, ich stell den vorn hin. Fahr auch mal hier rein, du. So, und dann stellen wir den doch gerade mal hier so ab. Hier steht er, glaube ich, gar nicht schlecht. So, Anhänger lösen. Und dann müssen wir ja jetzt die andere Sattelkupplung. Achso, hier geht's nicht rein. Da drüben geht's rein. Ja, komm, weißt du was? Bergen. Ja. So. Individualisieren. Oh, warte mal, was hat's gesagt? Moment, ich muss mal nochmal zurück. Wo war's? Hier? 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 Sattel hoch. Okay. Rahmenaufsitze, Sattelkupplung hoch. Einmal montieren. So. Haben wir denn? Wir haben Stufe 7. Wir haben noch nicht. Welche brauchen wir? Die haben wir jetzt gerade drauf. Und für die hier brauchen wir Rang 8. Und für die Straße schlecht, Straße durchschnittlich, exzellent, exzellent, Eis, exzellent, exzellent, gut, exzellent und dann durchschnittlich auf der Straße, okay, gut. Ja, dann Werkstatt verlassen. Was sagt die Uhrzeit? 13 Uhr, oh, morgens hier. So. Und dann düsen wir mal in Richtung Tankstelle. Den Weg wissen wir ja jetzt. Es ist ja dunkel, ich mach mal Licht an. So. Jetzt fahre ich mal hier mit der rechten Hand, wie ich es gewohnt bin. Und lass mal die Maus eben so stehen, wie sie
wie steht. Dann fahre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Wir sind gerade mal 300 Meter gefahren und haben schon 5 Liter oder 6 Liter schon verblasen. Das Ding ist einfach zu durstig. Das ist der Wahnsinn. Entschuldigung. Ach ja, ich und meine Frösche. Frosch Charlie. Los Eusperus. Ah ja. Ach ja, jetzt kommt das Zeug da wieder. Vorsichtig. Aber wird besser. Nicht gleich wieder kaputt machen. Hier wäre es jetzt natürlich praktisch, wenn ich das Allrad abschalten könnte. Dann würde er wahrscheinlich ein bisschen weniger Sprit verblasen. Wow. Wir müssen Gas, wir müssen nach da. Und das, ah ja, genau, das ist der andere, das andere Portal. Der andere Tunnel nach woanders. Aber wir müssen erstmal dahin, wo es, na toll. Erstmal dahin, wo es Gas gibt. Da sind wir schon. Werden wir dann auch gleich repariert? Ne, repariert werden wir nicht. F. So. Okay, nachgetankt haben wir. Ich glaube, das wäre jetzt noch nicht nötig gewesen, aber nachher zum Hafen. Weil das ist halt schon nochmal ein anderes Stück. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachtanken. Weil hier jetzt von der Werkstatt bis zum Portal ist ja jetzt nicht so weit. Aber halt dann bis an den Hafen runter. Das fetzt dann schon. Oh, oh, oh. Da nicht mal streuen. Dann wäre es doch praktisch, so ein, ja, wie ich schon mal gemeint habe, so ein Kipperlaster voll mit Split, wo man einfach ein bisschen während dem Fahren den Split dahin schmeißen kann. So, lass sehen. Bohrturm Bergungslager. Wo ist er? Wo? Oh, hier. Was? Ah, hier steht er. Okay. Lass mal sehen. Wie kann man denn da fahren? Ist hier... Oh, hier ist... hier ist kein Durchkommen möglich. Okay, ja, dann fahren wir hier. Hoch. So, dann fahren wir hier lang. Da gibt es nochmal eine Tankstelle. Das ist auch gut für den Rückweg. Und dann fahren wir hier und dann fahren wir hier. Und dann sind wir da. Ue. So. So müsste das funktionieren. Entschuldigung. Mal schauen, wie hier so die Straßenbeschaffenheit ist. Ue. Oha. Uiuiui. Boah, da ist auch brutal rutschig. Eieiei. Junge, Junge. Ach, das. Ach, guck mal, das ist diese Straße hier. Die Kurve hier, die kennen wir ja schon. Hier im Drift. Ja, die Stelle hier kennen wir. Da haben wir uns
schon hingepackt. Oh, was soll das hier? Water over road. Aber hier ist eine Detour. Ach, hier ist die Straße kaputt. Okay, und dann stellt man einfach irgendwelche Schilder hin und dann ist das gut. Oh, halt, müssen wir hier runter? Ja. Na dann. Oh. Das sieht aber gefährlich aus. Och nö, was ist denn hier los? Da ist die Pipeline runtergebrochen. Okay. Dann muss ich mir da einen Umweg suchen. Ah, tatsächlich, hier sieht man es. Ach, verdammt. Oh, hier wäre... Aber das geht nur bis hier. Und dann da hinten könnte man durch. Man könnte... Oder hier. Ne, das geht hier. Oh je, ne, das geht nur da lang. Hier ist ein großer, fetter Fluss. Da kommt man nicht drüber. Außer wenn man hier irgendwo durchfährt. Ja, dann ist nur die Frage, was ist einfacher? Hier rumzufahren? Denn da kommt man ja offensichtlich durch. Und dann hier durch. Oder hier runter. Hier irgendwo durch. Hm. Ja, jetzt sind wir schon hier, komm. Oh. Machen wir den mal wieder weg. Dann fahren wir mal hier runter. Probieren wir mal aus, ob wir hier irgendwie drüber kommen. Und dann hier so entlang. Und dann hier und dann da. Hier kommt man auch durch, so wie es ausschaut. So. Ja, kleiner Umweg. Und dann halt hier. Und dann hier. Und dann sind wir da. Ja, probieren wir. Das kann ja aber auch keiner wissen, dass hier die Pipeline runtergebrochen ist. Hier ist ja relativ gut zu fahren. Uha. Wenn man nicht ganz so schnell fährt. Ja toll, da kann ich ja hier schon drüber. Hä, was liegt da? Was ist das hier? Ah, wir kriegen nichts angezeigt. Kann ich das umfahren? Oh, nein, kann ich nicht. Ist hart. Okay. Ja, dann brauche ich die da hinten nicht mehr. Wusste ich nicht, dass man da direkt hier durchkommt. Aber umso besser. Sparen wir uns natürlich Strecke. Und hier dann nochmal drüber. Okay, hier ist ein bisschen schwieriger. Aber man, die Karre, die kann was. Wenn sie nur einen größeren Tank hätte oder nicht ganz so durstig wäre. So, jetzt fahre ich mal nach. Oh, 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 oh. Nach Gefühl. Schön, wie da auch der Rand gefroren ist und so. Schade um die Waypoints, aber egal. So, hier wahrscheinlich lang. Ja, können wir die Waypoints wegmachen. Haben wir so gefunden, wunderbar. Siehst du mal. Ich habe sogar noch ein bisschen Orientierung hier. Beziehungsweise ich kann die Karte noch ein bisschen. Ach, so ein Riesending schon wieder. Naja, okay. Hatten wir ja bisher noch nichts, noch keine großartigen Schwierigkeiten. Nicht nur die Punkte alle weg. So. Sprit ist auch noch halbwegs okay.
komme noch nicht richtig ran. Oh, da werde ich repariert. Moment. Nein? Ersatzteile für Bogen. Laden. Oh, okay, jetzt haben wir sie da geladen. Ja, nee. Die brauchen wir da nicht. Die stehen jetzt halt da. Egal. So. Wir fahren drunter. So, eigentlich müssten wir jetzt ankoppeln können. Jawohl. Der rammelt da ein bisschen hart drauf, aber naja, so ist es halt. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei SnowRunner. Und bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.